Willkommen zur ersten Folge Rainbow Six Siege News im Jahr 2020. Die heutige Folge gibt es leider mit etwas Verzögerung, da wir ein bisschen was noch zu klären hatten in den letzten Tagen. Deswegen sind auch die Infos in dem Video, die wir jetzt für neu bzw. aktuell halten, nicht mehr so ganz aktuell. Ist ja schon ein paar Tage her. Dennoch gibt es die heutigen Themen. Die Rainbow Six Siege Quarantine Anklage erhoben gegen DDoS-Anbieter. Aktuelle Tests auf den Rainbow Six Siege Testservern. Die Rainbow Six Invitational in Montreal. Clash of Nations und die ersten Infos für das neue Jahr 5. Kommen wir nun zum ersten Thema, und zwar geht es hier um den Season Pass. Denn nicht wie in den letzten Jahren angekündigt im Dezember, nein, sondern erst jetzt vor kurzem, so Mitte Januar, gab es die ersten Infos für den neuen Season Pass. Und dieser soll beinhalten, und das muss ich jetzt leider ablesen, weil den Text kenne ich nicht, 6 neue Operator, exklusive kosmetische Items, 10% Rabatte im Shop, 5% mehr Renown, 0,3% höhere Chancen auf Alpha Packs, 30% Rabatt auf den Kauf von künftigen Battle Pass Passes und 30% mehr Battle Points. Habe ich gerade 6 Operator gesagt? Ja, hat richtig gehört. Es wird dieses Jahr nur 6 neue Operator geben, statt wie bisher 8. Das hat auch schon ein Ubisoft Community Manager über Reddit bestätigt. Dafür soll es aber dieses Jahr mehr Events geben. Hierbei könnte es sich um eine weitere Planung einer neuen Art Operation Health 2.0 handeln, denn Ubisoft plant dieses Jahr vermehrt Fehlerbehebungen am Spiel durchzuführen, wie zum Beispiel an Clash, wie wir es immer wieder sehen, oder zum Beispiel mit Hungertime. Ihr kennt es an Türen oder Fenstern, die ihr aufgeschossen, geschlagen oder gesprengt habt. Ihr immer noch eine verschlossene Barrikade vor euch habt, denkt ihr seid sicher, auf der anderen Seite aber wiederum sind die Gegner, sehen alles offen und knallt einfach so vom Hof, das ist scheiße und soll geändert werden. Außerdem sind dieses Jahr noch Änderungen an Blitz, Echo und Caveira geplant. Wir können also gespannt sein. Laut einem Leak, der vom Spieler Komora im Oktober 2019 schon veröffentlicht wurde, sollen die beiden Spieler so ungefähr in einem Monat auf der Rainbow Six Invitational in Montreal vorgestellt werden, intern auf den Namen Recall und Quarterback hören. Einer von beiden soll der neue Heartbreacher werden. Auch zum neu geplanten Rainbow Six Siege Ableger aus dem damaligen Event Outbreak, ich hoffe die Aussprache ist jetzt richtig, Rainbow Six Quarantine, gibt es nun die ersten Infos. Laut einem Leak ist nämlich Folgendes bekannt, aber Achtung, diese Infos sind nicht bestätigt, ich wiederhole, nicht bestätigt. Hierzu ein paar Bilder aus dem Event Outbreak. Alle spielbaren Charaktere sind aus Rainbow Six Siege bekannt. Es wird von 22 Charakteren ausgegangen, inklusive den Rekruten. 3 unterschiedliche Rollen, Assault, Recon und Support. Spielmodi, 4 Hauptmissionen, darunter Sabotage, Disruption, Escort und Hunt. Sowie 3 Nebenmissionen, Collect, Scan und Defend. Es wird wohl 8 Zombie-Typen geben, einige davon sind schon aus dem Rainbow Six Siege Event Outbreak bekannt. Es soll 9 Karten geben, die unter anderem in New York und San Francisco spielen sollen. San Francisco ist übrigens eine schöne Stadt, das Seamox-Team war vor Ort, schaut doch euch mal den Blog an. Schauplätze sind unter anderem eine Polizeistation, ein Krankenhaus und ein Casino. Und wo wir schon bei Casinos sind, in Las Vegas waren wir auch. Wirklich bestätigte Infos wird es möglicherweise erst auf der Six Invitation geben, der Weltmeisterschaft in Rainbow Six Siege Mitte Februar in Montreal. Könnt ihr euch noch an letztes Jahr erinnern, als die Server von Rainbow längere Zeit nicht erreichbar waren? Oder in-game viele Runden nicht mehr spielbar waren, oder vielleicht auch die einzelnen Pings einzelner Spieler im hohen dreistelligen bis sogar im hohen vierstelligen Bereich waren. Richtig, das waren Anzeichen für sogenannte DDoS-Attacken. Ubisoft schreitet in dieser Problematik endlich mal voran und verklagt einen der größten DDoS-Anbieter, die letztes Jahr weltweit flächendeckend für Serverausfälle gesorgt haben. Kommen wir nun zum nächsten Thema, und zwar die Rainbow Six Siege Testserver. Denn es gab nämlich vor kurzem ein neues Update, aber Vorsicht, denn die Update-Infos sind noch mit Vorsicht zu genießen. Man weiß nämlich noch nicht, ob diese Updates auch wirklich später so ins Spiel übernommen werden. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich. Die allererste Info betrifft Maestro, denn er verliert seine Art COG. Sämtliche Aimdown-Zeiten werden erhöht. Das heißt, je nach Waffentyp eine Erhöhung der ADS-Zeit von 0,05 auf 0,25 Sekunden. Das Sturmgewehr 416C von Jäger wird genervt. Statt 43 Schadenspunkten gibt es nur noch 38. Der Schaden der FMG 9 von Smog und Nöck werden von 30 auf 34 Punkte erhöht. Doc Heavy erhält auch ein Buff, denn sie kann jetzt Echos Handy und Drohnen hacken. Warte, sie kann Echos Handy und Drohnen hacken? Läuft bei der! Auch Ella Scorpion, EV03,
Sprich, die SMG erhält einen kleinen Buff, denn sie kann für die ersten 16 Schuss nun weniger Rückstoß austeilen. Und zu guter Letzt wird Echo genervt, denn neben dem erwähnten Fundo Cavi wird die Drohne, wenn sie sich nicht im Unsichtbarkeitsmodus befindet, nun bunt dargestellt. Kommen wir nun zu dem E-Sport-tauglichen Teil in diesem Video, und zwar geht es hierbei um Clash of Nations und die Rainbow Six Siege Invitational in Montreal. Letzteres läuft vom 14. bis zum 16. Februar 2020 und am Finaltag wird es wieder einige Infos, wird es sehr wahrscheinlich einige Infos zur neuen Season geben. Ebenfalls wird die Roadmap für das 5. Jahr Rainbow Six Siege erwartet. Da kann man allerdings sehr gespannt sein, denn vor kurzem wurde das Chefentwicklerteam von Rainbow Six Siege gegen ein neueres ausgetauscht. Das heiß, es könnte sich einiges in den Season Pass Abläufen ändern. Auch zu erwarten sind weitere Infos zu dem Battle Pass Modell, denn vor kurzem gab es ja solch ein Event mit der Stadion Map, einem kostenlosen Battle Pass sowie einem Premium Battle Pass für ca. 30 Tage. Fraglich ist aber allerdings, wie es danach weitergeht. Wird es einen monatlichen Battle Pass geben? Wird es einen saisongebundenen Battle Pass geben? Diese Fragen werden hoffentlich auf der Six Invitational in Montreal auch geklärt. Und nun das letzte Sportevent in der heutigen Rainbow Six Siege News-Folge, und zwar Clash of Nations. Denn letztes Jahr wurden schon die besten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gekürt. Dieses Jahr, Ende Januar, auf der DreamHack in Leipzig, soll auch schon der nächste Clash of Nations Sieger gekürt werden. Hier ein kurzer Überblick. Für Deutschland tritt an Team Orglis, für Österreich Team Alpenfestung und für die Schweiz Team, entschuldigt bitte die Aussprache, Nginsaniti. Das vierte und letzte Team wird vor Ort gesucht. Dabei können sich bis zu 16 Teams noch vor Ort anmelden und für die Qualifizierung spielen und sich für die Endrunde qualifizieren. Das waren alles die Infos zur der ersten Rainbow Six Siege News Folge im Jahr 2020. Leider ohne Chris, aber wie so oft, ich hoffe beim nächsten Mal ist Christian auch wieder dabei. Aufgrund der Entfernung und der Arbeit ist das nicht unbedingt möglich, dass man sich immer wieder trifft und zusammen aufnehmen kann. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal ist er dabei. So, wenn ihr sonst auch irgendwelche Kommentare habt oder Kritiken, einfach da unten in die Kommentare. Ansonsten schaut euch auf unserem Kanal um und bis zum nächsten Mal. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte darunter legen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse. Oh mein Gott!